Hat deine Figur einen großen Penis? Okay. Wow. Jetzt, mein Freund, wirst du mir ein bisschen zu intim. Hallo, mein Name ist Revi und wir spielen heute mit diesem Akinator-Typen. Ich habe gesehen, dass viele andere YouTuber das schon machen, deshalb dachte ich, entwickle ich mir etwas Eigenes und ja, wir spielen heute mit dem Akinator. So, wir klicken einfach mal auf Spielen. Denken Sie an eine reale oder fiktive Figur. Ich werde versuchen, sie zu erraten. Okay, alles klar. Übrigens, das hier ist mein Freund Ukulolli. Oh nein! Tut mir leid, manchmal lasse ich mich zu sehr inspirieren. Das hier, ich bin 22 und wurde die Figur durch YouTube bekannt? Okay, krass, es kommt erstmal direkt YouTube. Das ist natürlich heftig. Hä? Gerold Steini, was sagst du denn dazu? Oder hier, Kaius, mein Hund. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Herzlich willkommen zu einer Folge Akinator. Lukas, tut mir leid, ich wollte dich damit nicht beleidigen. Ich finde deine Videos wirklich schön. Und wir befassen uns heute tatsächlich mal mit dem Akinator. Ich dachte mir, ich möchte auch mal suchen, ob er das findet, woran ich denke. Ihr wollt gar nicht wissen, woran ich denke. Und meine Figur wurde tatsächlich durch YouTube bekannt. Ist deine Figur ein Minecraft-Let's Player? Wie beschreibe ich das jetzt? Die Figur ist selber kein Minecraft-Let's Player? Nein, eigentlich nicht. Trägt deine Figur eher männliche Kleidung? Meine Figur trägt gar keine Kleidung. Und nein, es ist nicht Manuel von Broken Sums. meine Figur trägt einfach keine Kleidung. Ist deine Figur ein Mensch? Okay, er geht schon mal auf jeden Fall auf den richtigen Pfad. Er guckt auch so, der hat da irgendwie so ein Überbiss, so ein Zahn hängen, Alter. Was ist denn mit dir? Geh mal zum Zahnarzt, du Hässlichkeit, Junge. Nein, ist sie nicht. Mag deine Figur Reis? Es geht auch nicht um Julian Bam. Mag deine Figur Reis? Nein, tut sie auch nicht. Jetzt muss er wahrscheinlich wieder überlegen. Ist deine Figur ein Tier? Oh, damn! Okay, Alter, wir gehen in die richtige Richtung. Wir gehen abnormal in die richtige Richtung. Ja, meine Figur ist ein Tier. Gehört deine Figur Concrafter? Okololi, was sagst du dazu? Nee, Ukulolli sagt nein. Also tut sie nicht. Ist deine Figur rosarot? Nein, es ist auch nicht Edgar. Ich sag einfach mal, ich weiß nicht, um ihn ein bisschen zu verwirren. Ist deine Figur langhaarig? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur etwas mit Redstone zu tun? Nein, meine Figur hat nichts mit Redstone zu tun. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt hinführt, Alter. Ich würde fast sagen, dass der Akinator diese Figur wahrscheinlich gar nicht kennen kann. Es wäre auf jeden Fall krass, wenn er sie kennt. Dann wäre ich auf jeden Fall echt baff. Nein, hat sie nicht. Liebt deine Figur Bäume? Das kann ich nicht sagen. Ich habe mit meiner Figur noch nie darüber gesprochen, was jetzt auch leider schlecht geht. Aber ich weiß nicht, ob meine Figur in der Lage ist. Nein, tut sie nicht. Hat deine Figur etwas mit Zac Efron zu tun? Nee. Wer hat was mit Zac Efron zu tun? Nee, hat sie nicht. Ist deine Figur klein? Ja, boah, das sind halt so Fragen so, wie definiert man das? Klein, was ist klein? Ich würde einfach sagen, ich weiß es nicht. Ist deine Figur ein Pferd? Ich hasse Pferde. Spielt deine Figur bei Detektiv Conan mit? Bitte, Digga, was ist denn mit dir? Wie abwegig werden denn die Fragen? Ja, wahrscheinlich nicht, Alter. Lebt deine Figur wirklich? Sie hat gelebt. Sie hat gelebt, lebt aber jetzt leider nicht mehr. Aber sie lebte, deshalb würde ich sagen, ja. Ist deine Figur ein Hund? Oh! Okay. Ja, ist sie. Passt deine Figur in deine Tasche? Wo ist der Hund? Der Hund ist weg. Gucken, ob der hier... Nee, passt nicht. Hat deine Figur mehr als 5 Abonnenten? Wie ist das geschrieben? Welcher Analphabet hat sich an dieses Programm gesetzt? Nein, hat sie nicht. Wohnt deine Figur mit Conk? Nein, meine Figur ist nicht Concrafter, meine Figur ist nicht Okuleli, nicht Vitello oder Baloo. Nein. Ist deine Figur weiblich? Ja, meine Figur war weiblich. Nein, ist es falsch, ist es nicht der Hund von Julians Blog? Kann deine Figur sprechen? Nein, kann sie nicht. Hat deine Figur einen großen Penis? Okay, wow. Jetzt, mein Freund,
wirst du mir ein bisschen zu intim. Ich habe eben gesagt, meine Figur ist weiblich. Hat sie dann einen großen Penis? Wahrscheinlich hat sie dann einen riesengroßen Penis, der so schon bis zum Weltraum geht, wo sie den Mund mitfinken tut. Nein, meine Figur hat keinen großen Penis. Hat deine Figur, jagt deine Figur seinen eigenen Schwanz? Es hat diese Figur zwar nie gemacht, aber tendenziell wahrscheinlich. Lebt deine Figur in Chemnitz? Niemand wohnt in Chemnitz, nein. Leitet deine Figur eine Firma? Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Hat deine Figur einen Schwanz? Ja, da wären wir wieder bei dem Penis. Ja. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Nein. Luna, German Let's Plays Hund. Ist auch falsch. Das war falsch. Ich hab Ja gedrückt. Das... Es ging um meinen Hund, der... So viel dazu. Das hat nicht so geklappt, wie es sein sollte. War auch nicht ansatzweise so lustig wie bei Luca. Vielleicht, wenn ich der Augen mache, wäre das dann wieder witzig? Nee? Gut, dann... Ich geh jetzt.